Willkommen zurück zu einer weiteren steinigen Folge The Callisto Protocol. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz steinig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte brockenreiche Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, ihr da draußen wollt mir sehen, mir was Gutes tun. Hey, vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, ich will ihm einfach mal was Gutes tun. Bewerten und kommentieren. So, wir müssen hier drüben hin. Ich glaube, wir haben alles gelootet. Wir sind super krass vollgepackt. Ich brauche unbedingt eine Forge, um mein Kram loszuwerden. Hier ist es. Stimmt's? Ja, aber ich sehe keinen Aufzug. Mist. Erst kaputt. Hatte gehofft, wir hätten Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Tja, es muss noch einen anderen Weg dort runtergehen. Komm. Hat man eben gerade im Hintergrund ganz leise die englische Synchro gehört? Oh oh, in den Gängen wird geflüstert. Ja, also hier ist schon irgendwas passiert. Also die Gefängnisleute haben hier diesen Organismus oder was auch immer entdeckt und haben mir gesagt, ist nicht außerirdisch, sondern menschlich. Das war zumindest in diesem einen Audiolog so. Pass auf! Alles gut. Danke. Ich sehe noch einen Weg. Wir sehen uns später. Sei vorsichtig. Ist schlimmer, als ich dachte. Okay, finde einen anderen Weg hinunter. Oh Mann. Das hier halten? Versuch einfach nicht drüber nachzudenken. So sieht's aus, denk nicht drüber nach. Wird schon irgendwie gehen. Was haben wir denn hier? Credits? 24 supergeile Credits. Scheiße! Alles in Ordnung? Ja. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Ja, okay. Okay, okay, okay. Jetzt erstmal schauen, wie ich hier wegkomme. Erstmal runter hier von diesem zerstörten Aufzug. Und bei dir läuft's, Dina? Heißt sie Dina oder Dani? Dani? Dina? Ich glaube Dani. Schon wieder vergessen den Namen von ihr. Troller. Nennen wir sie einfach Troller. Ich habe eine Leiter gefunden. Dani. Alles klar, bei mir sieht es noch nicht so geil aus. Ich hänge noch ein bisschen rum, weil es so schön ist. Ich liebe es einfach hier rumzuklettern. Das ist voll mein Ding. Ja, auch eine Leiter gefunden. Hier drüben. Hab den Wartungskorridor gefunden. Komm, es ist nicht weit. Aber das Ding hier scheint bis jetzt verlassen zu sein, ne? Also hier sind keine super krassen Killer, Mutanten, Parasiten, Menschenmonster. Ein paar Schritte noch. Verdammt! Ich muss! Jacob! Ich hab dich! Komm schon, komm schon! Nein! Jacob! Und ich fall wieder irgendwo runter, aber diesmal habe ich keinen Helm. What the fuck?
Fu, Alter. Das ist ja schon richtig abgenagt. Oh, bist du ein hässliches Drecksvieh? Oh Gott! Er sagt nicht nur, er mutiert. Er mutiert natürlich. Also, im Gefühl kann ich nichts dagegen machen. Alright. Was war das denn? Dani! Ich weiß nicht wie, aber diese Dinger sind auch hier unten. Anders. Älter. Reagieren auf Geräusche. Falls du mich hörst, ich versuche das Transportzentrum zu erreichen. Aber müssten die das jetzt nicht gehört haben, wenn hier noch mehr wären? Okay, was sagt denn meine Wumme? Ich brauche unbedingt einen Shop. Okay, ich glaube, hier hängen noch mehr von denen. Gib mir mal eine Batterie, weil ich bin schon wieder voll. Nutzen wir die hier. Oder vielleicht ist hier doch nichts. Gott, die Dinger sind echt hart widerlich. Alles klar, die Gegend hier scheint sauber zu sein. Meine Lebensenergie ist in Ordnung. Nicht überragend, aber in Ordnung. Kann ich die von hinten schlitzen? Okay, er geht hier durch. Lass ihn ziehen, Bruder. Lass ihn ziehen. Vielleicht mehr Informationen für das Ganze hier? Unten. Gerade am alten Transportzentrum angekommen. Es war die vergangenen 75 Jahre versiegelt wie eine Gruft. Die vorläufigen Messwerte sind nicht eindeutig, aber es gibt keine unmittelbaren Hinweise auf einen Bruch in der Eindämmungszone. Oh nein, es hört dann auf, oder war es das jetzt? Missionsprotokoll 001. Keine Ahnung, man darf das echt nicht bewegen, das ist so ätzend. Don't make a sound. Also er ist hier durch, ich kann nicht hier durch. Okay, ganz vorsichtig, ganz leise. ...75 Jahre war das hier unten versiegelt. Okay, hier können wir durch. Okay. Geht straight auf mich zu, der Dude. Alles klar, geht weg. Oder auch nicht. Vielleicht gibt es bald mehr Informationen zu diesem Organismus. Zurück. Yep, er kommt zurück.
Ja, ich kann ihn abstechen, nice. War super laut, also wenn hier jetzt noch mehr sind. Ich glaube, hier hängt einer von denen drin, kann das sein? Minenarbeiter. Ja, dann haben die das gefunden und haben wahrscheinlich damit irgendwie rumexperimentiert und sich gedacht, geil, look at this, da können wir doch was draus machen. Wow. Wow, mein Herz. Oh Gott, alles explodiert hier um mich rum. Ey, das sind mindestens zwei Stück. Komm schon, dreh dich einmal um, da kann ich dich schön sauber wegstechen. Alles klar, es geht. Gab's in Dead Space nicht irgend sowas als Easter Egg, wenn man, keine Ahnung, 10, 15, 20 Mal mit Isaac gestampft hat, dass er sich dann irgendwie beschwert hat oder sowas? Mal gucken, ob das hier auch geht. Bis jetzt passiert nichts, aber ich meine, es gäbe so ein Easter Egg. Dass er irgendeinen Spruch abgelassen hat. Nach dem ganzen Rumgestampfe. Scheint hier nicht zu gehen. Schade. Wäre witzig. Okay, hier können überall welche hängen. Komm schon, den kriegst du. Dankeschön für die Credits. Ich brauche nur einen Shop. Noch ein Maulwurf. Oh, da drüben ist schon wieder eine Kiste. Da drüben ist schon wieder eine Kiste und irgendein Flugblatt. Missing Person. Isaac Clark. Okay, Menschen sind hier also verschwunden. Nice, Heilung. Inventar schon wieder voll. Nochmal Heilung. Das sieht nicht gut aus. Gib mir einfach Credits, Kiste. Schön. Toll, Revolvermunition. Makellos und Energie. Arr, was mache ich denn? Ich droppe, glaube ich, die Revolvermunition. Und nehme mir dieses Baby hier noch mit. Geht's weiter. Ich bin randvoll mit Schätzen. Muss sie nur noch lebend hier rausbringen. Kann man hier oben hoch? Nope. Warte mal, bin ich jetzt nicht wieder am selben Ort? What? Warte mal, hier kann ich... Kann ich hoch? Na, hier bin ich bei der Kiste. Okay, ich bin quasi eine Runde im Kreis gelaufen, wie es scheint. Aber... Why? Hier geht's auch nirgendwo lang.
Ah, hier geht's doch hoch. Moment, aber bin ich von hier nicht gekommen? War das nicht die Ecke, wo der ganze Goo war? Yep, das war die Ecke. Aber wohl zum mächtigen Schwengel Caesars geht's jetzt hier weiter. Okay. Das war anscheinend eine optionale Tour, die ich gerade hinter mir habe. Kann ich nicht mitnehmen. Gott, sind das viele. Noch mehr. Oh, verflucht. Fuck. Wenn ich wenigstens zwei abgeschlitzt habe, wäre ich zufrieden. Alright, alright. No, oh, whoa, 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 whoa. Uff. Ich düdel mir die Spritze rein, nehme da oben das Medikit mit. Ich muss Kram verkaufen. Ich habe eigentlich gar nicht wirklich viele, ich sag mal, Kampfressourcen. Aber ich habe nur jede Menge Schätze, die ich mit mir rumschleppe. Aber wirklich viel Chrom habe ich nicht. Credits. Nice. Okay, wo geht's dann hier drüben noch hin? Oder ist es einfach nur andere Perspektive der Lage? Was ist jetzt los? Ich glaube, die da drüben sind aufgewacht. So, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da, die Dinger sind absolut widerlich. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und... Tschüss!